vielleicht einfach starten. Freue mich über die Teilnehmenden, die jetzt dann doch so eine, ja, so eine Basisrunde schon darstellen. Und es kommen sicher noch ein paar dazu. In diesem Sinne, guten Morgen, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer letzten Veranstaltung in der Reihe Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft von außen betrachtet. Heute in Form einer Online-Matinée. Bisher hatten wir Abendveranstaltungen. Mein Name ist. Bitte? Gibt es irgendwas noch anzumerken? Okay. Mein Name ist Stefanie Wolte. Das ist jetzt hier korrekt angezeichnet. Es gibt noch eine zweite Stefanie Wolte hier in der Anzeige. Das ist aber meine liebe Kollegin Ina Ruppert vom Europazentrum. Aber wir werden sie nachher auch vielleicht mal kurz sehen. Genau, das ist Ina. Wir haben da irgendwie immer noch Probleme mit der Namensgebung. Und ich möchte Sie hier im Namen aller Veranstalter herzlich begrüßen. Veranstalter dieser gesamten Reihe sind das Europaministerium, genau das Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg, das Europazentrum Baden-Württemberg, für das Sie kurz gerade Ina Ruppert gesehen haben, und das Europe Direct Informationszentrum hier im Europahaus, aus dem ich gerade spreche. Sie sehen die Europaflagge. Ich weiß nicht, ob Sie auch die Adventskerzchen sehen, die ich angezündet habe. Ja, seit dem 1. Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne und das war für uns Anlass zu schauen, wie andere europäische Länder Deutschlands Rolle in Europa wahrnehmen. Und wir hatten bisher Vertreter aus den Ländern Polen, Frankreich und Niederlanden zu Gast und haben heute eine Stimme aus Italien. Und es war uns auch sehr wichtig, dass Italien mit dabei ist. Wir freuen uns sehr, dass das jetzt noch möglich geworden ist. Ich freue mich sehr, liebe Frau Meyer, Bellardini, das ist sehr schön natürlich, Italienisch klingt immer so schön in unseren Ohren, aus Florenz zugeschaltet. Ruth Meyer ist Europäerin durch und durch, sie ist sogar in Brüssel geboren, also wie Frau von der Leyen, also das scheint doch irgendwie ein Stempel zu sein für das ganze Leben, lebt aber jetzt seit über 30 Jahren in Italien. Frau Meyer betreut die historischen Archive am Hochschulinstitut in Florenz und die historischen Archive der Europäischen Union, also der Institutionen, aber auch der Verbände. Und sie wird berichten, wie Italien die letzten schwierigen Monate erlebt hat und was man sich aus Italien, vielleicht von Deutschland und Europa erhofft oder vielleicht auch enttäuscht war. Ich freue mich sehr, liebe Frau Meyer, dass Sie zugesagt haben. Italien ist für uns wichtig. Deutsche haben eine besondere Beziehung zu Italien. Es ist ein Gründerstaat der Europäischen Union. Und wir haben uns kennengelernt, das möchte ich noch kurz anfügen. Wir haben uns kennengelernt, als Sie entgegengenommen haben, die Archive der europäischen Bewegung, glaube ich. Aber Sie können mich korrigieren. Ich glaube, es war nicht nur Europa-Union, sondern Europa-Union. Europa-Union, genau, hier im Europahaus. Über Frau Kümmerle habe ich dann auch ihre Kontaktdaten bekommen. An dieser Stelle herzlichen Dank auch an Bettina Kümmerle, vom Landesgeschäftsführerin von Europäischen Bewegungen Europa-Union. Das war eine sehr schöne, schnelle Verbindung jetzt zu Ihnen nach Florenz. Und damit übergebe ich an unseren bewährten Moderator, lieber Herr Andreadis, sehr schön, dass Sie diese gesamte Reihe klug und lebendig betreut haben und auch heute nochmal mit uns den Abschluss machen zum Gespräch über Italien. Ich freue mich, dass wir vielleicht, das müssen wir sehen, Herr Andreadis ist da versierter als ich, ob wir vielleicht zumindest für die Diskussionsbeiträge, die natürlich immer im Chat möglich sind, Fragen, Diskussionsbeiträge, aber vielleicht kann man auch den einen oder anderen mal kurz dazuschalten, wer das möchte natürlich nur. Und Herr Andreadis hat mich auch vorher gerade noch mal darauf hingewiesen, hier, das wird aufgezeichnet, also jetzt nicht unbedingt publiziert, aber aufgezeichnet, das nur so als Hintergrundinfo. Wem das nicht sympathisch ist, der bleibt einfach im Chat. Ich denke, das ist die sichere Bank. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf diese Runde hier. Und ja, Herr Andreadis, bitte an Sie. Ja, vielen Dank, Frau Beute-Wehle. Bella Italia, meine Damen und Herren, wir alle kennen diesen Spruch und nicht wenige in Deutschland verbinden mit diesem Land sehr Positives. Was den Urlaub betrifft, was Besuche betrifft, Freundschaften betrifft, also
Es ist sicherlich kein unbekanntes Land. Aber jenseits der Romantik gibt es noch die Politik, gibt es natürlich auch den Alltag und gibt es auch ja, die berühmt-berüchtigte europäische Familie, die sich mal so und mal so streitet, wieder sich einigen kann und wieder streitet. Und das ist dieses ewige Kreislauf. Und die Ratspräsidentschaft geht ja bald zu Ende. In ein paar Tagen ist sie rum. Und wir haben in der Reihe über verschiedene Perspektiven, Blickwinkel dieser Ratspräsidentschaft aus der Sicht Hollands, aus der Sicht Polens und heute aus der Sicht Italiens, wollen wir darüber sprechen, um auch einen Eindruck von außen zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass wir Frau Meyer gewinnen konnten. Sie ist zugeschaltet in Florenz, also eine genuin europäische Stadt durch und durch. Und Frau Meyer wird uns erstmal ein bisschen sagen, was sie beruflich in Florenz macht. Sie ist nämlich Mitarbeiterin, Hauptverantwortliche für das Archiv im Europäischen Hochschulinstitut Florenz. Frau Meyer, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben, sich die Zeit nehmen, hier zu sein. Und zunächst einmal ja ein paar Worte vielleicht zu Ihrem Archiv, damit wir auch einen Eindruck bekommen, was Sie dort machen. Ja, Herr Andreadis, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir das Wort jetzt gegeben haben. Ich freue mich, dass ich hier heute Morgen präsent bin. Danke für die Einladung vom Europazentrum, wie Frau Beute eben erklärte, wie wir uns kennengelernt haben vor anderthalb Jahren vor Ort, als ich dort Akten begutachtete und dann für die aufschrieb und für den Transport nach Florenz fertigstellte. Und das ist schon der Anfang, um Ihnen zu erklären, was ich unter anderem in Florenz hier an dem historischen Archiv der Europäischen Union. Ich bin verantwortlich für zwei Bestände der europäischen Institutionen und auch für Privatbestände oder für Abgaben von Organisationen, die proeuropäisch oder sich in irgendeiner Form für die europäische Integration eingesetzt haben. Und in dem Rahmen wurden dann die kostbaren Archive der Europa-Union Baden-Württemberg in diesem Fall, nach Florenz transferiert. Wir haben im historischen Archiv zwei große Bestandsgruppen. Eines sind die Aktenabgaben der europäischen Institutionen, also der Rat, die Kommission, der Europäische Gerichtshof, der Rechnungshof, um nur einige zu nennen. Die geben regelmäßig historische Akten. Historische Akten sind Akten, die sind nach 30 Jahren, nachdem sie geschaffen worden sind, sind sie nach allgemein in Europa geltenden Archivgesetzen, nach 30 Jahren sind sie für die Forschung zugänglich zu machen. Dies aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich die Transparenz, dass Forscher dort einblicken können, was die Institutionen geleistet haben und wie der Prozess der politischen Integration, die politischen Meinungsbildung und vor allem auch der Entscheidungsbildung vor sich gegangen ist. Und das andere ist, dass das eine gewisse Kontrollfunktion auch ist. Und in dem Rahmen ist das historische Archiv also für einmal für die Institutionen geschaffen worden. Und für das andere nehmen wir auch, wir haben jetzt inzwischen 180 Bestände von europäischen Organisationen, Association, Sie müssen entschuldigen, wenn ich hin und wieder ein französisches Wort einfließen lasse, denn das Französische und das Englische sind im Archiv, sind unsere technischen Fachsprachen. Und in dem Zusammenhang sammeln wir dann auch Bestände von Einzelpersonen. Und meine Aufgabe ist es dann, diese Akten nach dem Transfer zu organisieren, die Übergabe, und wir verzeichnen die dann und erstellen sie immer alles online, inzwischen die Inventare. Ja, das Dank. Archiv vielleicht, wenn ich noch, darf ich noch ja, zwei Worte sagen? Gerne. Im Archiv ist es gegründet worden 1985. Wir sind also ein ganz, ganz junges Archiv. Und die Frage entstand im Zusammenhang mit der Gründung, und hier sind wir gleich in medias res, der ersten europäischen Gemeinschaft von Kohle und Stahl, die ja operativ war 1953. Und wenn man jetzt rechnet, 30 Jahre waren vergangen, und man musste was entscheiden über die Akten. Dann wurde beschlossen, ein Archiv anzugliedern an das schon existierende Europäische Hochschulinstitut. Da kann ich vielleicht bei Interesse dann noch zwei, drei Worte zur Gründung zu sagen.
Und so sind wir dann also hier in Florenz, haben wir angefangen mit fast leeren Magazinen, waren eine Handvoll Bedienstete. Und so ging das dann, langsam kamen Akten. Und inzwischen sind wir, also wir haben 12 Kilometer Akten. Ja, eine ganze Menge. Also vielen Dank, Frau Ruth. Also die Frage habe ich am Anfang gestellt, nicht nur um Frau Meyer die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen vorzustellen, sondern auch unseren Zuschauerinnen einen Eindruck zu geben, ja, dass Frau Meyer mit Europa tagtäglich zu tun hat, mit der europäischen Seele zu tun hat. Denn das, was da gelagert wird, ist nicht nur irgendwie angestaubtes Material, sondern sehr wichtige Informationen, die jedem zugänglich gemacht werden, damit auch dieser europäische Prozess wissenschaftlich begleitet werden kann. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu dieser Matinee. Willkommen in der realen, virtuellen Welt. Und diese Welt macht es möglich, dass wir auch solche Gespräche führen mit Gästen, die etwas weiter weg sind. Also Frau Meyer sitzt in Florenz, wie Sie gehört haben. Und das wäre gar nicht möglich, wenn wir jetzt in Stuttgart das Ganze veranstaltet hätten. Eine Bitte noch, wir haben hier manchmal Zuschauerinnen, die sich per Video einschalten. Das bitte ich, dass Sie das dann wieder ausschalten, damit wir nur das Bild der Gesprächspartner hier sehen. Also Sie sind gerade, ja, ich muss wieder eingreifen, Magdalene Frank war kurz eingeblendet. Ja, vielen Dank. Frau Meyer, ja, die Ratspräsidentschaft geht bald zu Ende, aber die Ratspräsidentschaft war sehr stark damit beschäftigt, diese Corona-Pandemie in irgendeiner Form zu handhaben, zu verwalten, alles Mögliche zu tun, damit ja, die Europäische Union damit klarkommt. Die Frage ist aber zunächst, wie ist Italien damit klargekommen? Wie haben Sie diese Pandemie seit Beginn erlebt? Wie betroffen war Ihre Region und ja, wie ist der heutige Zustand? Ja, die Pandemie, wie sich vielleicht die Teilnehmer erinnern, es brach ja sehr schnell als erstes praktisch in Italien aus, Ende Februar. Und unsere Regierung hat damals eigentlich eine sehr, sehr schnelle und auch mutige Entscheidung getroffen, dass wir wurden alle praktisch von heute auf morgen in den Lockdown geschickt. Es wurde alles zugemacht. Ich weiß noch, wie ich dann mit Freunden und Familienangehörigen in Deutschland, wie kann das sein, wie kann das sein? Ja, das wurde einfach entschieden und dann hieß es natürlich, man hörte dann, na ja, also die Italiener und so weiter. Es war etwas zwiespältig. Wir hier in Italien und auch alle, die ich hier, die öffentliche Meinung hat das sofort akzeptiert, weil man sah, dass die Situation sehr, sehr schwierig wurde. Und es wurde uns dann auch sofort erklärt, dass es darum geht, die Kapazitäten der Krankenhäuser so viel wie möglich freizuhalten für diese schlimmen Corona-Fälle. Und wir sind ja jetzt alle sehr informiert. Man weiß jetzt, aber wenn wir uns daran erinnern, es gab damals noch keine Masken, es gab keine Testinstrumente und nichts. Und so wurden wir dann über zwei Monate in den Lockdown geschickt. Die Situation war ja in Italien schon damals also sehr, sehr ernst. Die Infektionszahlen stiegen exponentiell. Danach wurde dann graduell langsam wieder aufgemacht. Und wie alle europäischen Länder, leider kam dann diese zweite Welle. Wir hatten genau vor einem Monat einen Höchststand von 40.000 täglichen Neuinfektionen. Und dann damals wurden dann, inzwischen hat sich das so eingependelt, dass die Abstriche zwischen 120.000 und 200.000 pro Tag gemacht werden. Also 40.000, dann wurden sofort wieder Maßnahmen ergriffen. Und zwar wurde Italien eingeteilt in drei Gefahrzonen. Gelb, Orange und Rot. Und die können sowohl regional wie lokal angewandt werden. Das wird determiniert von, ich habe mir sagen lassen, 19 bis 20 verschiedenen Parametern, die zentral festgelegt worden sind, sowohl von der Regierung wie auch von den wissenschaftlichen Beiräten und was so alles dann da jetzt gibt.
Und dann werden die Regionen, die territorialen, die geografischen Einheiten eingeteilt. Wir sind in der Toskana, sind im Augenblick nicht so betroffen. Die am meisten betroffene Region ist und war die Lombardei. Das haben wir ja dann auch alle mitgekriegt damals, diese schweren, diese gehäuften Todesfälle. Und in der Toskana sind wir gegenwärtig orangene Zone. Das bedeutet, wir haben, also die Sperrstunde gibt es seit einem Monat in allen Zonen von abends 10 bis morgens um 5. Also man darf nachts nur hinausgehen, wenn man ein begründetes Interesse bzw. Notwendigkeit hat. Die sind sehr, sehr eng gefasst. Also Arbeit und Gesundheit, gesundheitliche, medizinische Notfälle. Sonst ist in der Zeit darf keiner auf die Straße und darf sich auch nicht auf die Straße begeben. Diese Regelung gilt sowohl für die rote wie für die orangene Zone. Wir sind vor einer Woche in die orangene Zone zurückgestuft worden. Das heißt, der Einzelhandel konnte wieder aufmachen. Aber es ist weiterhin verboten, sich zu treffen. Also Assembramenti ist das italienische Wort. Menschenansammlungen. Maskenpflicht sowieso. In die Geschäfte kann immer nur, das ist jetzt seit Monaten, eigentlich seit der Wiedereröffnung, immer nur bei, das wird festgelegt, je nach Raumgröße, wie viele Personen dann dort hinein können. In den meisten kleinen Einzelhandelsgeschäften ist eine. Wir haben also auf der Straße ein Straßenbild. Es sind überall, man steht überall Schlange. Und dann werden die Hände desinfiziert und dann kann man dann etwas Einkäufe tätigen. Die Schulen, wenn ich dazu noch eins sagen kann, denn ich bekomme, das ist ja immer eine ganz große Frage gewesen und ist es jetzt noch, öffnet man Schulen nicht? Eine Region, die rote Zone ist, sind die Schulen geschlossen. In der orangenen Zone sind die Grundschulen geöffnet worden, weil man aus Argumenten, die ich jetzt hier nicht wieder neu, nicht im Einzelnen diskutieren kann, sagt, die kleinen Kinder sollten doch ein geregeltes Schulleben haben. Zum Teil auch, weil das Arbeitsleben normal weitergeht hier in Italien, sowohl in der als rote Zone wie auch als orangene. Das heißt also, dass man die Familien, die betreuungsnotwendige Kinder im Schulalter, im Kleinkinder- oder im Grundschulalter haben, dass man die natürlich irgendwo, muss man was anbieten, wo die hinkommen. Die mit Realschulen, Lyzeen, Universitäten ist seit dem letzten Lockdown, auch seit dem Frühling, wurde alles online, remote unterrichtet. Und es werden auch natürlich die Examina abgenommen, die Prüfungen und so weiter. Eine solche Pandemie stellt natürlich nicht nur die lokale Gesellschaft auf die Probe, sondern das ist ja eine Herausforderung weltweit, auch für die Europäische Union selbstverständlich. Wie hat die Gesellschaft in Italien es aufgenommen, dass am Anfang mehr oder weniger jedes Land für sich wieder gearbeitet hat, also die Europäische Union als Solidargemeinschaft nicht mehr so funktioniert hat, wie wir uns das immer vorstellen? Gab es da eine Missstimmung? Gab es bei der Bevölkerung eine Verwunderung oder eine Erwartungshaltung gegenüber den anderen europäischen Staaten oder den europäischen Institutionen? Haben Sie sich allein gelassen gefühlt oder war das gar kein Thema? Eigentlich war es zu Anfang nicht so ein Thema, denn es musste ja schnell gehandelt werden. Und als dann die italienische Regierung die Maßnahmen, den Lockdown dekretierte, schaute man natürlich dann auch in die anderen Länder und sah dann sehr schnell leider, obwohl manche Länder, wie wir uns alle erinnern, dann zunächst sagten, ja, das ist vielleicht gar nicht so notwendig. Und man fühlte sich zu Anfang in Italien, auch die Italiener fühlten sich etwas exponiert. Aber als dann sehr schnell die Entwicklung sich herausstellte, dass alle Länder, selbst diejenigen, die zu Anfang gar nicht einen Lockdown einsahen, mitgezogen haben und auch ihre Länder schließen mussten, also das öffentliche Leben, fühlte man sich sehr bestätigt. Es wurde viel darüber gesprochen, dann relativ schnell auch, dass man doch hier sieht, dass eine europäische Gemeinschaft im Gesundheitswesen noch nicht existiert.
also in eine koordinierte, institutionelle, groß angelegte politische Zusammenarbeit im Gesundheitswesen fehlt ja noch. Und das hat sich ja hier sehr, sehr schön gezeigt. Und das wurde doch in Italien bemerkt und als ein neues Desiderata, was ich glaube, da ja doch jetzt allgemein in vielen, vielen Ländern klar geworden ist, als Desiderata für eine weitere Vertiefung in dieser Richtung, zu einer europäischen vertieften Zusammenarbeit geht. Wenn Sie jetzt, also das ist so die Stimmung zu diesem Bereich, dann hat man ja gesehen, und das hat man in Italien auch sehr, sehr positiv wahrgenommen, dass die Europäische Union doch eigentlich sehr schnell reagiert hat auf die, man kann ja in gewisser Weise sagen, die fürchterlichen Anforderungen, die jetzt auf alle gemeinsam zukommen, im ökonomischen Bereich, wenn wir jetzt auf die Ebene gehen, und daran hängen ja dann die ganzen sozialen und sonstigen Fragen, das Schulwesen, da kommen ja enorme Herausforderungen auf alle zu. Und dass die Europäische Union doch eigentlich relativ schnell und auch unbürokratisch in gewisser Weise und nicht nach jahrelangen Verhandlungen reagiert hat, beigesprungen ist, sich manifestiert hat, wird doch allgemein immer wieder als sehr, sehr positiv gesehen. Und als jetzt sind wir nicht alleine gelassen worden. Das ist ein Beweis, ein Zeichen, dass die Europäische Union existiert. Man muss keine Statistik bemühen, um festzustellen, dass die italienische Bevölkerung in ihrer überwiegenden Mehrheit proeuropäisch denkt, also für Europa brennt. Europa und Italien, haben Sie ja eingangs gesagt, ist ein Gründerstaat, also da braucht man jetzt nicht großartig darüber nachdenken. Die andere Sache ist aber, wie präsent ist die Europäische Union als Institution in der Presse Italiens, in den Medien Italiens. Also wird zum Beispiel oder wurde über diese Präsidentschaft seit dem 1. Juli der deutschen Ratspräsidentschaft berichtet? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Oder welche Erwartungen wurden da vielleicht formuliert von Seiten der Regierung oder auch von Seiten der Medien? Ja, wie wir ja schon vermehrt bemerkt haben, ist es zwischen Italien und Deutschland ganz speziell. Und in Italien, die Präsidentschaften werden immer vermerkt, es werden immer die neuesten Nachrichten oder Verhandlungen der Institutionen, also der, was auf europäischer Ebene abläuft, wird immer mitgeteilt. Und die deutsche Präsidentschaft war eine weitere Versicherung, zu sagen, denn es herrscht in Italien im Großen und Ganzen eine große, ich möchte sagen, eine Bewunderung für die Stabilität, die politische Stabilität, die Deutschland hat. Manchmal hört man sogar, wenn wir doch so eine politische Regierung, eine Frau Merkel hätten, wir beneiden sie richtig. Also die deutsche Präsidentschaft, die Ratspräsidentschaft, wurde im Großen und Ganzen als eine Garantie empfunden. Um jetzt nicht nur alles positiv immer darzustellen, es gibt natürlich dann auch einen kleinen Teil, die sagen, naja, Deutschland ist nun mal einer der reichsten, der mächtigsten, der völkerreichsten Mitgliedstaaten. Wollen wir mal hoffen, dass alle Interessen in gleichem Maße und in gleicher Proportion berücksichtigt werden. Aber das sind kleinere Befürchtungen, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen herrscht immer diese allgemeine Empfindung vor, naja, wenn Deutschland das jetzt übernimmt, dann wird das schon im guten Sinne auch für uns Italiener, werden die Sachen auf europäischer Ebene weitergebracht werden. Jetzt noch eine kleine Anmerkung, wenn ich so spreche und frage die deutsche Präsidentschaft, also wir sind ja im Moment in der Situation, wir haben ja auch die deutsche Präsidentschaft in der Kommission. Und da muss man immer spezifizieren, sprechen wir jetzt von der deutschen Präsidentschaft in der Kommission, also so unter Bürgern, nicht wahr? Und da sage ich ja nein, die deutsche Ratspräsidentschaft.
Es ist ja eine einmalige Konstellation sozusagen. Und so, wenn ich noch dazu eben einen Satz sagen kann, ganz zu Anfang, naja, Frau von der Leyen, ja, das ist ein politisches Ziehkind von Frau Merkel, wollen wir mal hoffen, dass sie also nicht zu sehr in diese Richtung geht. Aber ich glaube, dass wir alle einverstanden sind, dass das Auftreten und das Wirken von Frau von der Leyen doch da weitgehend diese Zweifel oder die Befürchtungen, die ja zu Anfang hätten zu berechtigt waren, vielleicht also bei der speziell ausgebildeten Bevölkerung, dass die im Grunde also wirklich nicht begründet sind. Heißt es, das Wirken von uns. Ja, wenn ich das richtig so raushöre, heißt es, dass innerhalb der italienischen Bevölkerung im Allgemeinen die Befürchtung, die Bedenken da waren, dass wir eine Übermacht, eine deutsche Übermacht haben oder dass da zu viel deutsche politisches Gedankengut zum Tragen kommt. Also haben die eher den Eindruck gehabt, dass Frau von der Leyen auch deutsche Interessen eher vertreten wird als gesamteuropäische. Also wissen Sie, in dem Moment, wo sie gewählt wurde, war das eine Befürchtung, die man so allgemein aussprach und sagte, hoffentlich wird jetzt nicht, weil doch die enge politische Beziehung zwischen Frau von der Leyen und Angela Merkel bekannt ist. Es wurde teilweise geäußert, ja. Ich glaube, das ist ja wäre ja bei jedem Kandidat. Jeder Kandidat kommt ja irgendwo her und ist irgendwo, kommt aus einem Mitgliedsland. Und da gibt es dann immer spezifische Kritikpunkte oder Befürchtungen, die dann ausgesprochen werden können. Es war ein bisschen so, also die große Bewunderung und auch Affinität Italiens zu Deutschland berührt, tangiert dann natürlich manchmal auch Befürchtung. Man sagt, jetzt werden wir überbevormundet, die Übermacht oder sagen wir mal, das große Einfluss von Deutschland, oft dann auch gemeinsam mit Frankreich, das berühmte französisch-deutsche Tandem, die Vorreiterstellung. Sieht man manchmal aus Italien mit einer gewissen, die sieht man mit einer gewissen Besorgnis. Mhm. Aber ich glaube, das ist in den letzten Monaten, ist diese Besorgnis auch durch diese, wie ich eben schon sagte, durch diese schnelle und großzügigen Entscheidungen und dass Europa da war und ökonomisch, wirtschaftlich sagt, wir sind da, wir machen mit, sind also ausgeräumt worden. Es geht jetzt hier innenpolitisch, geht es um die Diskussion um Details, wie benutzen wir jetzt die Gelder, in welchen Sektoren. Aber die Stimmung ist also gegenüber der Europäischen Union, ist in diesem Fall, hat sich also die positive Stimmung, die hat sich verstärkt. Wie ist der aktuelle Stand der Europapolitik der Regierung in Rom? Wir sind natürlich von außen, sehen wir auf manche Dinge, die ja uns vielleicht hier betreffen und wir kennen nicht so sehr die innenpolitischen Auseinandersetzungen und Facetten der Politik. Vielleicht könnten Sie uns kurz aufklären, was ist der aktuelle Stand in der italienischen Regierung? Ja, die Europapolitik in der italienischen Regierung, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung möchten Sie, dass allgemein, ich das etwas... Also wir wissen ja höchstens, wer der Ministerpräsident ist und was für Bedenken gelegentlich geäußert werden, aber wir wissen nicht, was für innenpolitische Diskussionen da laufen und welche Balancen da berücksichtigt werden müssen. Es ist ja eine Koalition in Rom. Wie läuft da die europapolitische Linie zwischen den Koalitionspartnern? Die große Diskussion aktuell ist hier, ob die Gelder des europäischen Stabilitätsmechanismus akzeptiert werden sollen, angenommen werden sollen oder nicht. Über den Recovery Fund gibt es ja gar keine Zweifel, weil ja der europäische Stabilitätsmechanismus eine eigene Institution ist und auch ein ganz eigene Vergabekriterien, beziehungsweise es geht ja hier um ein Darlehen.
Also so wird es uns hier. Und da gibt es ganz große innenpolitische Reibung innerhalb der Koalition, weil ein Teil des im Augenblick größten Koalitionspartners, die Movimento Cinque Stelle, diese Bewegung, die wie ein Meteorit im politischen italienischen Himmel erschienen ist vor 4, 5 Jahren und auf Anhieb mit 30% ins Parlament eingezogen ist und damit der stärkste Koalitionspartner direkt gewählt, weil dann gab es ja vor 2 Jahren eine Regierungskrise und die Lega Nord, die zusammen antrat mit den Movimento Cinque Stelle und regiert hat, die sind aus der Regierung ausgetreten und es kam die Opposition, die alteingesessene Partito Democratico, kam an die Regierung und die regieren jetzt seit 2 Jahren recht stabil, aber diese Frage zum Annehmen des Darlehens vom Europäischen Stabilitätsmechanismus, die stellt die Regierung auf eine harte Bewährungsprobe, weil ein Teil der Politiker der Movimento Cinque Stelle aus verschiedenen Gründen. Da gibt es einmal den Grund, dass man sagt, wenn wir das Geld annehmen, hängen wir am Netz. Dann, wenn nämlich dann unter bestimmten Bedingungen, wie vielleicht bekannt ist, die Darlehen müssen ja dann zurückgezahlt werden und so weiter. Und wenn wir da gewisse Bedingungen annehmen, können wir nicht mehr da raus. Und dann müssen wir ein Diktat, so wie das geschah vor ein paar Jahren in Griechenland, akzeptieren und direkt in unsere politische Entscheidungen hier einfließen lassen. Das ist die eine große Besorgnis. Und die andere große Besorgnis ist, dass man sagt, ja, wenn wir jetzt so viel Geld als Darlehen annehmen, wir haben ja schon so eine ganz enorme Verschuldung, sollen wir dann einen Teil dieser Gelder benutzen, um die Verschuldung abzubauen und sie also nicht direkt investieren und weitergeben in die Wirtschaft und in die Produktionsbetriebe? Oder das ist ja eine andere große Diskussion, die im Moment sehr, sehr starke Reibungen in der Politik, in der Regierung auslöst. Wird jeden Tag heiß darüber diskutiert. Eins der Themen, die natürlich die ganze Welt beschäftigen, nicht nur die Europäische Union, ist die Klimapolitik, ist ja das Pariser Abkommen, das nicht mal im Ansatz umgesetzt wurde. Wie laufen da die Diskussionen in der italienischen Gesellschaft? Findet dieser Gedanke Anklang? Vielleicht bei den Jüngeren eher als bei den Älteren, oder werden da Schritte unternommen, damit dieses klimapolitische Ziel auch erreicht wird? Die Industrie in Italien ist ja auch nicht die jüngste. Die Frage ist da, gibt es Anstrengungen? Wie sehen Sie das innerhalb der Gesellschaft, um dieses klimapolitische Ziel zu erreichen? Es ist für eine Mehrzahl, vor allem die jüngere Generation, ein ganz, ganz großes Anliegen, Klimafrage. Und ich habe gesehen, weil es kommen ja jetzt an die Öffentlichkeit, in den letzten Tagen sind an die Öffentlichkeit gekommen, die ersten Projekte, die ja vorgelegt werden müssen, der Europäischen Kommission, der Europäischen Union, für den Erhalt des Recovery Fund, der Gelder. Und da sind 50% sind reserviert worden für den ganzen Bereich Klimaschutz, Green Economy, und an die ganze Umwandlung der Wirtschaftsprozesse, der Produktionsprozesse in akzeptablere, sustainable Formen. Das habe ich gesehen und das kam hier, es wird also sehr, sehr viel. Und wie wir gelesen haben, das ist ja ein ganz großes Anliegen. Es wurde sogar noch die Zahlen wurden vergrößert von der Europäischen Kommission. 55% investiert, des Geldes soll investiert werden in diese. Das findet in Italien im Großen und Ganzen eine große Unterstützung. Denn das ist ja ein Anliegen, ein allgemein Anliegen. Und Italien, was ja doch wirklich ein sehr schönes Land ist, und in Italien ist es jederzeit bewusst, den Italienern ist es bewusst, dass ihr Land eines der schönsten landschaftlich gesehen ist und vor allem auch so reichhaltig. Sehen Sie, wir haben in Italien, wir haben
Berge, hohe Berge, wo Ski gelaufen wird. Und dann gibt es in Sizilien die wunderbarsten Mittelmeerstrände, da gibt es Mittelgebirge, es gibt Flusslandschaften. Also die Sensibilität für das Territorium, für den Erhalt der Landschaft ist doch sehr groß. Sie kennen beide Gesellschaften, die deutsche und die italienische. Sie leben seit mehreren Jahrzehnten in Italien. Sie sind keine Sozialwissenschaftlerin, dennoch könnten Sie vielleicht so von Ihrer, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Perspektive subjektiv mal schildern, wo sehen Sie die großen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Gesellschaften und wo vielleicht auch Unterschiede? Ja, Gemeinsamkeiten, ich glaube, die liegen doch eigentlich, die liegen sehr auf der Hand. Beide sind seit Jahrhunderten eng verbunden. Also die Geschichte zeigt doch, Italien und Deutschland sind eng verbunden und es herrscht eine gewisse Affinität auch, ein Austausch. Wie ich eben schon andeutete, die Italiener bewundern die Deutschen und wie wir wissen, Deutschland ist eines der Haupt, also die Touristen, die Besucher in Italien sind mit relativ großem Abstand die meisten, die nach Italien kommen. Es kommen jedes Jahr nach Italien 450 Millionen Besucher. Davon sind 13 oder 14% Deutsche. Und dieser Austausch, also warum kommen Deutsche? Weil Italien empfunden wird doch auch als ein Land, ein Nachbarland, nicht direkt angrenzend, ist klar, aber es ist ein sicheres Land, es ist ein reiches Land an kulturellem Angebot, an kulinarischem Angebot, an Landschaftsschönheit. Und man fühlt sich durch diese jahrhundertlange Austausch auch eigentlich nicht fremd, im tiefen Sinne fremd. Also das würde ich mal sagen, vielleicht zu der Affinität. Die Unterschiede, die Mentalität ist natürlich etwas anders, die Mentalität. Aber auch hier, es ist ja nicht eine grundsätzlich andere Mentalität. Wir haben noch eine gemeinsame europäische Geschichte auch gehabt, sowohl Deutschland wie Italien in den Jahrhunderten. Man denke nur mal an wo ich hier in Florenz bin, man denke mal an den Handelsaustausch, die es ja seit dem Mittelalter gibt. Durch die großen Handelsregionen Europas, die waren ja alle schon miteinander verbunden. Also man kennt sich schon lange. Die Mentalitätsunterschiede, ja, sind natürlich gegeben, wahrscheinlich gerade deshalb ergänzt man sich, so wird es oft mir dargestellt. Man ergänzt sich, weil das die Deutsche, ich will jetzt natürlich nicht so Stereotypen weiter verbreiten, aber doch die Deutsche. Präzision, Zuverlässigkeit, die Systematik, die wird sehr geschätzt hier. Man sieht ein, das fehlt uns etwas. Und wenn man irgendwo hingeht und man sagt, ach, Sie sind Deutsch, ach, Sie sind Deutsche, heißt es dann, naja, dann können Sie das ja ein bisschen ordnen. Das kommt sofort, das kommt immer sofort. Wie geht es andersrum, wenn man sagt, ach, aus Italien? Denn ich muss sagen, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, und dort auftrete oder also wenn ich dann so eine, ach, Sie kommen aber aus Italien, weil man hat vielleicht schon gewisse Umgangsformen angenommen. Und ich würde sagen, eines der großen Unterschiede, die ich bemerke und die ich auch vertiefe, ist der Stellenwert von Gefühlen und Emotionen und Gefühlsanwandlungen, also was man so nennt, diese Die haben in Italien einen ganz anderen Stellenwert im täglichen Leben und auch in der eigenen Person. Sie werden immer als Grundlage auch genommen für das Leben. Ich muss das jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, wie ich das meine. Aber die Gefühle, wir haben, also ich kann ein Beispiel geben. Gestern Abend kam im italienischen Fernsehen erneut die berühmte, inzwischen berühmte kleine Rede von Angela Merkel im Bundestag, wo sie sich doch ganz emotional bewegt hat, die emotionale innere Bewegung. Und dann hat sie gesagt, wir müssen strengere Maßnahmen ergreifen. Wie ich heute Morgen gelesen habe, kommt das jetzt leider auf Deutschland zu anscheinend.
Und es wurde hier so, es wurde bemerkt, sehen Sie mal, seht mal, wie stark diese Frau ist, dass sie ihre Emotionen, ihre Gefühle zeigen kann und dann eine Entscheidung trifft, die auch auf dieser Emotion beruht bzw. sie berücksichtigt. Das ist ein ganz typischer Fall, würde ich sagen, von einem Unterschied der italienischen Mentalität. Es wird als Stärke empfunden, wenn man in Kontakt ist mit seinen Emotionen und sie dann umsetzt und berücksichtigt für Entscheidungen. Mhm. Ja. Weiß nicht, ob ich Ihre Antwort, ob ich Ihnen da ein bisschen geantwortet habe. Ja, natürlich schon, das ist klar. Ich habe natürlich noch viele Fragen, aber ich schaue erst in Richtung Chat. Da sind ein paar Fragen bereits formuliert worden. Vielleicht kann uns Frau Voite eine Zusammenfassung geben. Ja, danke, Herr Andriadis, Frau Mayer, für diese erste Runde. Tatsächlich freuen wir uns natürlich über die überwiegend positiven Stellungnahmen. Das ist sicher auch das, was man sich wünscht als Deutsche und Europäerin. Aber es gibt Reaktionen eben im Chat, dass eben gerade manches auch über die Medienberichterstattung hier in Deutschland anders ankommt über die Debatte in Italien. Also da die Medien scheinen zum Teil, gut, Medien leben natürlich generell auch eher von der Zuspitzung von Problemen, dass da doch kritischere Töne kommen zu Deutschland und Europa. Ganz konkret gibt es wohl eine Debatte, vielleicht sehen Sie das selber auch im Chat, über die Reform des europäischen Stabilitätsmechanismus, dieses sperrige Wort. Also es geht eben um diese Verteilung von Mitteln. Da gab es wohl eine Debatte im italienischen Parlament. Davon weiß ich jetzt auch leider gar nichts. Das war wohl vor kurzem. Und in der Frankfurter Allgemeinen wurde berichtet, dass man da Deutschland und die EU sehr, sehr kritisch gesehen hat. Also so ganz krass, also das finde ich jetzt schon wieder krass, muss ich sagen, die Reform von Deutschland, die Reform würde von Deutschland benutzt, um Italien zu unterdrücken. Also das sind jetzt wieder so Stimmungen, da wird einem schon wieder ganz anders. Ja, Frau Mayer, vielleicht haben Sie ein bisschen was davon mitbekommen. Ja, das habe ich versucht anzudeuten. Ich sagte, es gibt große Spannungen innerhalb der Regierungen und es gibt einen Teil von Parlamentsabgeordneten und auch die in der Regierung vertreten sind, die das so herüberbringen wollen. Aber zum Teil werden sie dann unterstützt von, was man so nennt, die Populisten, die damit versuchen, an ihrer Wählerstimmen ihre Wählerstimme zu vergrößern. Aber wenn man genau hinsieht, ich bin natürlich jetzt kein Spezialist, aber ich habe mir bei der Angelegenheit die Texte angesehen. Und hier in Italien, also die Politiker, die Reform des europäischen Stabilitätsmechanismus unterstützen, sagen, dass genau die Änderungswünsche, Reformwünsche, die Italien vor ein paar Monaten angemeldet hat, umgesetzt worden sind. Ich bin jetzt nicht in der Lage zu sagen, stimmt das oder stimmt das nicht. Dann müsste man mehrere Monate sich die Texte angucken. Aber es gibt natürlich es gibt eine Opposition. Glücklicherweise gibt es Opposition. Demokratie lebt von Opposition. Und wo in einem Land, wo diskutiert wird und wo das ausgetragen wird, das heißt, dass es dort eine rege Teilnahme gibt das beweist, dass es eine rege Teilnahme gibt an dem, was geschieht. Es ist natürlich so, dass was in den europäischen Institutionen geschieht und entschieden wird, ist immer etwas weiter weg, und das gilt natürlich für alle für alle Mitgliedstaaten, ist etwas weiter weg, wird auch als weiter weg empfunden als die innenpolitische Debatten und Auseinandersetzungen. Und das hat sowohl Vorteile wie Nachteile. Vorteile ist natürlich, naja, es kann dann manchmal wirken als etwas, was die da oben entscheiden über unser nationalen Interesse und Kopf hinweg. Und wir müssen das jetzt hier rezipieren und wir müssen das jetzt hier umsetzen. Es hat aber den Vorteil auch, und das kann auch so gesehen werden, es wird auch so gesehen, naja, also die europäischen Institutionen, die Entscheidungsträger, die Gremien,
Die müssen nicht täglich hart am Ball für ihre Wählerstimmen kämpfen. Und ich glaube, wenn man das, also weil wir hier in einem europäischen Forum sind, also wo man europäische Sachen besprechen, ich glaube, das muss man auch klar sehen, wenn man bewertet, beziehungsweise wenn man die beschreibt, eine parlamentarische Debatte über die Umsetzung eines europäischen einer europäischen Entscheidung wie des europäischen Stabilitätsmechanismus sieht natürlich anders aus. Glücklicherweise ist kontrovers. Wenn alle zusagen würden, 100%, wären wir noch viel mehr besorgt. Aber ich wollte nur unterstreichen, diese Debatte gibt es. Es gibt natürlich Oppositoren, ja. Und die Argumente sind diejenigen, die ich eben, dass man Angst hat, dass man einem Diktat ausgesetzt wird in der Innenpolitik. Und das wäre ja auch wirklich nicht zu wünschen. Leute, haben Sie noch eine Frage? Ja, also in diesem Tenor gibt es weitere Kommentare, eben gerade zu diesen Zuspitzungen innerhalb Italiens, was die Einschätzungen angeht. Sie sehen es vielleicht auch, Herr Andreades. Es gibt eben auch die Beobachtung, dass man doch einiges an italienischen Forderungen umgesetzt hat und dass es trotzdem eine negative Debatte gibt. Ja, das sind sicher auch Instrumentalisierungen, denke ich, von solchen Konstellationen, um selber Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn Sie da nicht direkt drauf eingehen möchten, Frau Mayer, da möchte ich natürlich jetzt nicht reingrätschen, aber dann würde mich interessieren, weil hier jetzt auch zurückgeschaut wird in dem Kommentar von Herrn Schumacher vor 10 Jahren. Sie leben jetzt schon 3 Jahrzehnte in Italien. Können Sie eine Veränderung beobachten im Blick auf Deutschland, im Blick auf Europa? Oder hat sich es eigentlich immer auf demselben Level gehalten? Aber es gab natürlich Krisen, es gab die Euro-Krise, es gab die Flüchtlingsbewegungen, mit denen Italien zum Teil sehr allein gelassen wurde. Gab es da vielleicht doch auch in Ihrer Erinnerung krassere Schwankungen? Ja, die Schwankungen gab es. Erstens sind die aufgekommen mit dem vergrößerten Einfluss der politischen Partei der Lega Nord, die sich dann ich nehme mal an, seit ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, seit 7, 8 Jahren antieuropäisch, ich nenne es Gebärden, weil sie es im Grunde gar nicht so sind. Aber es muss ja jede politische Konstellation muss ja seine Wähler irgendwie an sich binden. Aber Tatsache ist, dass dann eine gewisse antieuropäische Stimmung gemacht wurde. Das fing dann an mit dem Euro. Aber es war niemals wirklich ernst zu nehmen, weil sie erstens wären sie niemals an die Regierung voll rangekommen. Und zwar, also ich sehe es so als die Meinung einer politischen Gruppierung, aber sie gab es und die gab es früher nicht. Zur Zeit noch, als die CI und auch unter Berlusconi gab es keine echten Zweifel an der europäischen Gesinnung beziehungsweise an der italienischen Mitgliedschaft. Die Diskussion, ach ja, da kann man dazu vermerken, die Diskussionen über ein Pro und Contra der italienischen Mitgliedschaft in der EU sind nach den Wahlen schlagartig verebbt beziehungsweise gab es nicht mehr. Die Flüchtlingsfrage hat wirklich eine große Krise ausgelöst, denn Italien hat 7.500 Küstenkilometer. Wie wir wissen, Lampedusa ist das Tor zu Europa im Mittelmeer. Der Abstand der Kilometer Lampedusa, Libyen sind 350 Kilometer. Aber wir wissen ja alle, ich habe mir gestern die Zahlen herausgeholt. Also die illegalen Anlandungen in Lampedusa in 2020 sind am heutigen Tage 32.900. Davon 4.000 unbegleitete Minderjährige. Nur da, um mal ein paar Zahlen zu nennen. 2018 waren es 23.000, 2019 11.000. Ich weiß jetzt nicht genau, warum es da einen so entscheidenden Rückgang gab. Ein Riesenproblem. Und das ist natürlich in Zeiten von Covid ein noch größeres Problem. Und da fühlte sich Italien zu Recht, würde ich sagen, alleine gelassen, weil
Wir wissen aus den internationalen Seeabkommen, die müssen aufgenommen werden. Und da zweifelt übrigens in diesem Land keiner dran. Also es gibt dann mal so Diskussionen. Aber es sind keine echten Diskussionen. Da sagt man, ja, aber wieso müssen wir die eigentlich? Aber wie ich sagte, es ist Vergehen, wie ich eben versucht zu erklären, auch dieses Gefühlsmäßige. Es vergeht keine Woche, indem wir nicht in den Medien Filme sehen von diesen Angelandeten und wie immer hervorgehoben wird, wie heroisch und mit welchem Aufwand die Helfer dort eingreifen. Es würde niemals irgendeiner sagen, ach, lassen wir die da einfach stehen oder wir schieben sie ab. Also es ist selbstverständlich, auch in der großen italienischen Meinung, dass diese Leute gerettet werden müssen. Aber dann müsste natürlich etwas geschehen, dass die etwas besser umverteilt werden. Denn es sind ja alles illegale Einwanderer. Und ich habe das auch nachgeprüft, nachgelesen. Also ein großer Teil sind erstaunlicherweise Tunesier. Also die mehr, dass das Leute sind, die aus Kriegsgebieten flüchten und die würden zu Hause erschossen werden, ist für diese Gruppe von Anlandern in Lampedusa oder auch in Sizilien nicht, die trifft nicht zu. Die trifft zu in anderen illegalen Einwanderungsbereichen, zum Beispiel in Griechenland, viel vermehrt. In dem Bereich hat sich Italien sehr, sehr alleingelassen gefühlt und es ist es ja auch noch etwas. Es gibt zwar eine Empfehlung der Kommission, die im September verabschiedet worden ist, dass doch die Mitgliedsländer, in diesem Fall ist es ein bisschen auf Italien zugeschnitten, sich mit den Hilfsorganisationen vermehrt koordinieren solle, damit die Rettung der Schiffbrüchigen im Mittelmeer vor Italiens Haustür in einem Einvernehmen stattfinden könnte. Denn die Frage, die sich hier immer wieder stellt, ist, wieso sind Rettungsschiffe, die unter deutscher oder holländischer Flagge dort agieren, in internationalen Wässern, wieso bringen die zum Beispiel dann die in den Seenot geratenen nicht in ihre Länder? Wieso werden die in Italien abgesetzt und dann geht es weiter? Das ist eine Frage, die stellt sich eigentlich hier jeder. Ob berechtigt oder nicht, das will ich hier nicht, es steht nicht mir an, das zu diskutieren. Aber das ist eine Frage, die wird Ihnen todsicher, entsteht die, wenn Sie darüber diskutieren und sprechen. Die Europäische Kommission hat, wie gesagt, diese Empfehlung, hat auch Gremien zur Verfügung gestellt bzw. geschaffen. Aber das war ein ganz, ganz großer Konfliktpunkt. Frau Beute, gibt es noch etwas im Chat? Sonst würde ich dann weitermachen. Ja, ich möchte nur kurz die Gelegenheit nutzen. Wir haben ein paar italienische Namen hier, Italiener in unserer Teilnehmerschaft, was sehr schön ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch zu den deutsch-italienischen Beziehungen aus Ihrer Sicht vielleicht eine Ergänzung machen. Das nur zur Ermutigung. Wir würden uns darüber freuen. Genau, Herr Andreades, jetzt. Okay. Ja, gut. Das Thema Migration hätte ich ja angesprochen. Sie haben es gerade erwähnt. Es ist ein Thema, was die Europäische Union seit längerem beschäftigt und noch lange beschäftigen wird. Und es ist auch keine Einigung in Sicht. Also dieses berühmt-berüchtigte Dublin-Abkommen, das hat dazu geführt, dass ein paar Länder die Hauptlast tragen und die anderen ja, waschen ihre Hände in Unschuld oder weigern sich komplett irgendetwas zu unternehmen. Es wäre jetzt natürlich hier nicht der Rahmen, das auszudiskutieren, welche Richtung das nehmen soll und was für eine Lösung da in Frage käme. Aber mich würde noch ein anderer Punkt interessieren, nämlich, und das kann auch mit dem Migrationsthema zu tun haben, vielleicht nur am Rande, das können Sie mir gleich beantworten, die Rechtsstaatlichkeit. Wir reden aktuell über die Rechtsstaatlichkeit und nehmen ins Visier hauptsächlich Polen und Ungarn, aber auch andere Länder werden durchaus Kandidaten für dieses Thema. Inwieweit hat diese populistische Bewegung, die es ja auch in Italien gab und gibt, unter Populismus verstehe ich jetzt, um das kurz zu definieren, wenn eine politische Partei oder Bewegung sehr einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme gibt und damit natürlich Stimmung erzeugt und Feindbilder aufzeichnet, die gar keine Feindbilder im eigentlichen Sinne sein dürfen.
Also inwieweit hat diese populistische Bewegung und der Populismus in Italien dazu geführt, dass die Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt wurde, seit Berlusconi vielleicht oder davor, dass es Bewegungen gibt oder unternommen wurde, für bestimmte Gesetze zu beeinflussen, so dass manche Gruppierungen dann, ja, oder manche Institutionen in Italien, sagen wir, zugunsten von manchen Ideologien dann gegangen sind? Ja, ich versuche jetzt nachzudenken. Haben Sie irgendeinen bestimmten Sektor oder einen gesellschaftlichen Bereich im Kopf? Also Rechtsstaatlichkeit betrifft natürlich in erster Linie, wenn die Institutionen, die einzelnen, das Parlament oder die Judikative geschwächt werden, zum Beispiel wenn Einfluss darauf genommen wird, dass Gerichte, dass Richter beeinflusst werden, unter Druck gesetzt werden. Ich meine jetzt nicht in Italien, dass bestimmte Gruppen eingesperrt werden, das gibt es wahrscheinlich eher nicht, aber dass manche Gesetze in dieser Richtung verabschiedet werden, dass man ja vor allem die Judikative schwächt oder die Pressefreiheit vielleicht einschränkt oder Einfluss nimmt auf die Medienlandschaft, also solche Dinge, die eher subtil funktionieren und nicht gleich ja, offensichtlich dazu führen. Ja, also die Medienlandschaft, die Pressefreiheit ist eigentlich in Italien nicht eingeschränkt. Es gibt sehr, sehr viele Zeitungen, es gibt ganz verschiedener Couleuren. Vielleicht sprechen Sie darauf an, auf die Besetzung der Spitzen der öffentlichen Rundfunk- und Fernsehbetriebe, Anstalten. Die sind ja, seitdem sie gegründet worden sind, die Führungsgremien werden zum Teil politisch besetzt. Ein gewisser Anteil wird von der Regierung ernannt, ein gewisser Anteil vom Parlament, ein gewisser Anteil wieder von anderen, das ist mir jetzt nicht ganz im Klaren. Aber das ist im Grunde, seitdem sie gegründet wurde, die RAI. Und es ist natürlich so, dass wenn die Regierung ernennt dann Vertreter, Stellvertreter oder entsendet dort ihnen nicht avers gestimmte Vertreter. Die große Frage ist dann, wenn sie einmal dort sind, inwiefern beeinflussen sie tatsächlich und in welche Richtung den öffentlichen Rundfunk? Da gibt es sicher dann mehr oder weniger intensive Beeinflussungen und Fälle. Das hängt dann auch an den Personen. Da gibt es und gab es sicher. Also wenn Sie darauf auf diese spezifische Frage einstellen, aber das tangiert, ich glaube behaupten zu können, dass das nicht echte rechtsstaatliche Garantien tangiert. Also oder um es andersherum auszudrücken, das wird hier als normal empfunden. Vielleicht leider, könnte man dann sagen, aus einer anderen Sicht, vielleicht aus deutscher Sicht, oder dass die Entsendung in gewisse Gremien, dass dort die Leute dann versuchen, Einfluss zu nehmen auf gewisse Entscheidungen von einer bestimmten politischen Couleur hinaus, das gibt es sicher. Das gibt es sicher. Ob es das jetzt mehr hier gibt als in Italien, als in Griechenland oder in Spanien oder in Portugal, da bin ich nicht der Richtige, um das zu entscheiden. Wahrscheinlich mehr als in Deutschland, als man in Deutschland akzeptiert und als in Deutschland bekannt ist. Kann ich das so formulieren? Da bin ich ehrlich gesagt etwas, da zweifle ich etwas an der Sache. Was ich aber bei der Gelegenheit doch ganz doch noch sagen muss, ist die Rechtsstaatlichkeit in Italien, die gibt es. Aber es gibt ein enormes Problem, die Rechtsstaatlichkeit manchmal einschränkt. Die enorme Langsamkeit der italienischen Justiz. Wenn Sie für einen Zivilprozess, für einen zivilrechtlichen Prozess, muss man hier mindestens 8 bis 9 Jahre hinnehmen. Da wird eine Verhandlung
findet statt und dann wird das verschoben 8, 9 Monate. Strafrechtliche Prozesse, idem. Also das ist hier ein gängiger Ausdruck, die biblischen Zeiten der italienischen Justiz. Und ich meine, wenn man jetzt mal ein bisschen darüber nachdenkt, ich meine, Rechtsstaatlichkeit bedeutet ja nicht nur, dass ich ein Recht habe, mein Recht zu bekommen. Und auch ich habe auch mal ein Recht, mein Recht, ich habe die Möglichkeit, mein Recht einzuklagen. Ich habe die Instrumente, das heißt, ich habe Rechtsanwälte, die kann ich frei wählen und so weiter und so weiter. Aber wenn das Ganze dann 10, 20 Jahre dauert, was dann? Das ist, und darum gibt es immer wieder, eigentlich jede Regierung oder jede, die etwas Mut hat und sich sicher fühlt, also politisch sicher fühlt, weil sie eine stabile Mehrheit hat, versucht irgendwie, das ist jetzt hier, das ist ein Standing Termini, la Riforma della Giustizia wird umschrieben. Wenn man nicht genau sieht, um was es geht, könnte man, ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht auf Ihre Frage antworte, könnte man meinen, das heißt, naja, die Politik will jetzt die Rechtsprechung so beeinflussen, dass sie von ihr abhängig ist. Hier im Allgemeinen heißt immer la Riforma della Giustizia, da wird immer gemeint, dass man es irgendwie hinkriegt, dass diese biblischen Zeiten, und darüber wird dann diskutiert, wie kann das gemacht werden? Soll zum Beispiel getrennt werden, die Karriere zwischen den Richtern, also der berufliche Werdegang von Richtern und von Staatsanwälten? Das ist hier relativ einheitlich. Ich bin allerdings kein Spezialist da drin. Le Riforme della Giustizia, alle sind sich darüber einig, dass die irgendwann mal kommen muss. Keine Regierung hat jemals eine ernste Riforma della Giustizia in diesem Sinne durchsetzen können, weil die Mehrheiten dann verloren gehen. Ja, das welche meine ich. Wege es, ja. Ja. Und welche Wege es jetzt geben könnte, ganz konkret jetzt auch, ich meine rein vielleicht auch unter, jetzt nicht so sehr unter politischem Aspekt, sondern unter einem managerialen Aspekt, organisatorisch, wie könnte man das bewerkstelligen? Darüber gibt es zwar Diskussionen, also gibt es natürlich Vorschläge, Auseinandersetzungen, aber Sie können sich ja vorstellen, dass in so einem sensiblen Bereich niemals ein Konsens gefunden werden wird, weil natürlich auch zu Recht Unabhängigkeit der Rechtsprechung, die wollen sich natürlich nicht von der Politik, die zwangsgemäß in einer Demokratie in dem Moment eine gewisse Mehrheit ist, im Parlament, wollen die sich nicht reformieren lassen. Das Problem der Langsamkeit der italienischen Justiz gibt es seit dem Existieren dieser Republik 1948. Wäre da vielleicht die Europäische Union nicht, oder was hätten Sie davon gehalten, wenn die Europäische Union, vielleicht die Kommission, Druck ausüben würde auf die italienische Regierung, dass solche Reformen durchgesetzt werden? Und nicht, dass man dann wartet, bis da irgendjemand auf die Idee kommt, das zu machen. Tut sie. Denn es muss, um die Gelder des Recovery Fund, also diese ganzen wie wollen wir sie nennen, Zuschüsse, Hilfsgelder, zu bekommen, müssen ja gewisse Mechanismen, der Transparenzmechanismen, vorgelegt werden. Also es ist ja durchaus nicht so, ich habe mir den Text ein bisschen angesehen, das Geld, ja, Sie bekommen das und dann macht ihr damit auf nationaler Ebene, was ihr wollt. Und einer der Kriterien ist eben auch, um Investitionen zu fördern, also um unter anderem Investitionen zu fördern. Denn sagen wir mal, wenn Sie, ich weiß nicht, jetzt 10 Milliarden in Italien investieren wollen in ein Industrieprojekt, aber Sie wissen, dass wenn dann ein rechtliches Problem entsteht, eine rechtliche Auseinandersetzung, dass das 6, 7, 8 Jahre dauert, dann überlegen Sie sich, haben Sie einen besseren Standort. Das ist einer der Kriterien, für die ein Standort, aufgrund derer ein Standort gewählt wird. Und es ist öfter vorgekommen, dass gesagt wurde, gut, wir könnten ja versuchen, für diesen Bereich von Rechtsstreitigkeiten, also jetzt ganz konkret,
Investitoren, ob man da nicht etwas abklammern könnte, ein eigenes Schiedsgericht, das irgendwie irgendwo diese Rechtsstreitigkeiten in einer akzeptablen Zeit abwickelt. Solche Überlegungen gab es schon vor ein paar Jahren. Da hieß irgendwie un arbitraggio, vielleicht in Institutionen, weiß jetzt in den einzelnen Regionen oder so, aber diese Überlegungen gibt es, diese Überlegungen gibt es. Und im Recovery Fund werden also gewisse Kriterien, rechtsstaatliche Kriterien abgefragt. Und darum ist jetzt auch in diesem Zusammenhang wieder in den Plänen, die die italienische Regierung jetzt vorlegen muss, um an dem Recovery Fund teilzunehmen, da werden Sie sehen, da wird wieder stehen, Reform der Justiz. Reform der Justiz in dem von mir erläuterten Sinne. Aber es ist, wie Sie sagen, nicht viel passiert. Das heißt, es wird immer wieder angemahnt, es wird immer wieder als Plan geäußert von den Regierenden, aber tatsächlich umgesetzt wird da nicht viel. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Deutschen sollen den Italienern was hier sagen, sondern dass die Kommission eben eine Instanz der Europäischen Union mehr Druck ausüben, dass dieser Druck tatsächlich auch fruchtet und nicht nur als theoretische Drohung im Raum steht. Gut, die Mühlen der Europäischen Union mühlen auch sehr langsam. Das ist auch nichts Neues, weil ja in dieser Richtung eine einheitliche Entscheidung getroffen werden muss. Und das ist ja nicht zu erwarten, wenn da jemand direkt davon betroffen ist. Frau Voigt, Sie wollten eine Frage stellen oder haben im Chat noch was entdeckt? Ja, genau. Ich habe im Chat eine Frage noch, die zu dem Vorgängerthema eher gehört, aber vielleicht kann man sie ein bisschen breiter fassen. Es geht um den Stellenwert der Kirche. Hier ging es, glaube ich, speziell um den Kontext der Migration, aber vielleicht wäre das generell eine spannende Frage. Danke. Ja, die katholische Kirche ist, ich meine jetzt auch gerade mit dem neuen Papst, der ja das Pastorale ganz stark in den Vordergrund drängt, es werden immer wieder Appelle veröffentlicht. Jeder, der Schutz sucht, muss aufgenommen werden. Also die katholische Kirche gegenwärtig unterstützt, fördert, motiviert. 100%, 150%. Da gibt es keine wirtschaftlichen Fragen, politischen Fragen. Jeder, der Hilfe sucht, muss aufgenommen werden und hat ein Recht auf erste medizinische Pflege und natürlich auch auf einen Anfang von einer seriösen Inklusion, Integration. Das gehört dazu. Die Kirche hat ja hier auch sehr viele, ich sage hier, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in Deutschland ist, sehr viele Hilfsorganisationen und es gibt Kooperative und die sind alle dort in dem Bereich tätig. Insofern ist das auch etwas, gehört die Kirche zu den gesellschaftlich tätigen Akteuren, die sich ganz intensiv für die Aufnahme und Behandlung und mögliche Inklusion dieser Leute, der Angestrandeten, der illegalen und der legalen Einwanderer einsetzen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe in diese Richtung. Ja, natürlich. Eine weitere Frage, Frau Beute, sonst habe ich noch eine in petto. Das Mikrofon ist aus, Frau Beute. Das Ihr Mikrofon. Mikrofon ist aus. Frau Beute, Ihr das Mikrofon ist aus. Mikrofon. Ah, jetzt weg. Frau Meier, ich habe eine Frage, die Sie vielleicht so gar nicht erwartet hätten, ich weiß es nicht. Sie sind ja als Frau in einer Institution, ich weiß nicht, Sie können das gleich verraten, sind Sie da eine Minderheit oder fühlen sich da gleichberechtigt aufgenommen? Und wie ist die Stellung der Frau in Italien, würde mich auch interessieren. Und in Ergänzung dessen, wie geht die italienische Gesellschaft allgemein mit Minderheiten, was jetzt nicht die Frauen betrifft, natürlich mit Minderheiten um? Ist das ein Thema, was da diskutiert wird, oder ist der Prozess dort gar nicht im Gange? Also als Frau in meiner Institution, wir sind voll gleichberechtigt.
Das ist die europäische Institution, für die ich arbeite. Wir sind ja keine echte europäische Institution, denn das Europäische Hochschulinstitut ist mit einer eigenen Gründungskonvention 1975 ins Leben gerufen worden. Akademische Freiheit gebe ich nur als Stichwort. Also wir sind Europäisches Hochschulinstitut, wir sind keine, im rechtlichen Sinne keine Institution, aber wir sind natürlich, wir gehören zu dem, zu der Galaxie europäische Organisation. Da gibt es keinerlei Probleme, nein. Die Frage über Italien, die Frau um Minderheiten, ist natürlich sehr komplex. Ist sehr komplex. Ich möchte vielleicht mal einfach anfangen zu berichten, so aus dem Alltag. Die Italiener sind extrem freundlich, extrem menschlich. Wenn Sie auf der Straße, wenn wir hier einkaufen gehen, wir haben an jeder Ecke, die haben ihren eigenen Namen. Das sind so ambulante Händler, die haben was an den Taschen und die haben so Plastiktaschen und die verkaufen Feuerzeuge, Taschentücher und alles diese Dinge. Auf der Straße, die Leute sprechen mit denen, man kennt sich, weil die gehören zu einzelnen Ecken. Die werden versorgt, wenn die vor einer Bar stehen. Natürlich gibt es vereinzelt dann Leute, wenn die vorbeigehen, die murmeln und sagen, was wollt ihr eigentlich hier, ihr geht doch wieder nach Hause. Es ist aber eine ganz, ganz kleine Minderheit. Der Italiener im Alltag als Person ist einfach tolerant und freundlich. So, aber das ist jetzt auf dieser Ebene. Natürlich gibt es für Inklusion und institutionell und dass diese Leute dann tatsächlich versorgt werden und ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich tatsächlich zu integrieren beziehungsweise ein menschenwürdiges Leben zu führen. Wir wissen zum Beispiel nicht, wo die eigentlich übernachten. Die sind dann in irgendwelchen. Also da gibt es große Diskrepanzen. Darum lege ich immer Wert darauf, dass unterschieden wird zwischen dem Einzelnen und dem Institutionellen, was dort geschieht. Die Stellung der Frau in Italien hat sich in den letzten 20 Jahren enorm gewandelt. Enorm gewandelt. Die Stellung der Frau, also Frauen, es sind zwar immer noch, so wie ich statistisch gesehen habe, weniger Frauen aktiv im Berufsleben, aber die Zahl steigt ständig. Und gut, wir warten jetzt alle immer, wann die erste Staatspräsidentin gewählt wird, wann eine erste Regierungspräsidentin, hat es hier noch nie gegeben in Italien. Aber immerhin ist jetzt die Präsidentin des Verfassungsgerichtes ist eine Frau geworden. Das war ein großes Novum. Also vielleicht ist in Italien in diesem Bereich Präsenz von Frauen leicht hinterher als in den nordischen Ländern. Aber langsam, aber sicher wird nachgeholt. Wenn man jetzt die Statistiken sieht, zum Beispiel von neuen Ärzten, sind in großer Mehrheit Frauen, junge Frauen, die in die akademischen Berufe sich dort einarbeiten und examiniert werden. Dann wurde gestern noch, kam das durch, dass sie sich, ja, die Frauen. Schon Dante gab den Frauen, ich sage das jetzt nur, weil gestern eine ganz interessante Sendung war im Fernsehen zu diesem Thema. Sie fragen mich ja zu diesem Thema. Dante hatte eine ganz, ganz hohe Wertschätzung der Frau. Achille, der sitzt in der Hölle, weil er ganz zu Anfang seines aktiven Lebens eine Frau schlecht behandelt hat. Also nur jetzt so also mal als. Also ist die Stellung der Frau im geistigen Leben, in der kulturellen, sehr hoch. Und sonst, wie alle, wie wir wissen, gab es da ein riesiges Aufholbedürfnis. Aber es ist konkret stetig dabei, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich sage jetzt meine Meinung. Ich sehe auch, dass die jungen Frauen, die gehen jetzt vermehrt, werden die ausgebildet und an den Schulen, an den Universitäten, ja, würde ich sagen. Das heißt, es ist eine Entwicklung im Gange, wie vielleicht überall in Europa. Ich weiß nicht, wie die Tradition in Italien ist, wie die Stellung der traditionell gegenüber Frauen betrachtet wurde.
Aber ja, zunächst mal die Feststellung, auch da gibt es eine Veränderung, wie vielleicht überall in jedem Land der Europäischen Union, mal mehr zugunsten der Personen, die betroffen sind, und mal weniger. Frau May, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich habe noch eine Frage an Sie, dann kann auch Frau Voigt gleich da anschließen. Was würden Sie gerne unseren Zuschauerinnen hier mitgeben nach dem heutigen Gespräch? Also was ist so Ihr Wunsch in Bezug auf Europa? Wir haben natürlich auch über die Europäische Union gesprochen, aber wir haben sehr viel auch über Italien gesprochen, weil unser Anliegen auch so ist, dass wir die Länder ein bisschen vorstellen möchten, dass wir ein bisschen besseres Verständnis hier entwickeln über die einzelnen Länder, weil wir bekommen meistens nur negative Informationen und dann prägt sich auch ein anderes Bild ein. Also was wäre so als Schlusswort, als Mitgabe aus Ihrer Sicht möglich? Als Mitgabe, ich versuche immer zu unterstreichen, auch wenn ich mit meinen jungen Mitarbeitern und so weiter spreche, nie das große Ziel aus dem Auge lassen. Ich meine, es ist leicht und es ist berechtigt, sich über Details, die täglich konstruiert werden müssen, die geschaffen, die geformt werden müssen, dass da heftig diskutiert wird. Auch jetzt über Problematiken. Aber man darf nicht vergessen, niemals vergessen, dass die Europäische Union Europa einen Wohlstand und Frieden gegeben hat, die es noch nie gegeben hat. Dass das natürlich nicht von heute auf morgen bei 450 Millionen und 27 Mitgliedsländern, dass jetzt immer alle einverstanden sind und sich sofort verstehen und die Probleme gar nicht entstehen, das wäre ja, das wäre illusorisch, das wäre utopisch. Konflikte gibt es und Konflikte wird es immer geben. Aber bei der Lösung eines Konfliktes darf man niemals das große Ziel aus dem Auge verlieren, dass die Europäische Union im Moment keine andere Alternative dazu gibt, weil Fakten für sie sprechen, weil die Fakten für sie sprechen. Und dass es sehr, sehr mühsam ist, oft. Wir haben es jetzt auch gesehen mit dem Kompromiss, den Angela Merkel ausgehandelt hat mit Polen und Ungarn. Aber es ist ein Kompromiss ausgehandelt worden. Natürlich werden jetzt die Leute kommen und sagen, also die Leute, Journalisten oder ich weiß nicht, Politiker, die wieder dann irgendwelchen Wähler fischen möchten, die werden sagen, ja, aber jetzt ist das ganze Problem ja wieder verschoben worden. Ja, selbstverständlich ist es verschoben worden. Sollte denn der ganze Europäische Unionsbudget blockiert sein? Was wäre denn dann gewesen? Ich meine, die Lösung von einer Sachfrage sollte niemals das große Ziel aus dem Auge lassen, die Vision. Und wir müssen uns ganz klar im Klaren darüber sein, dass es mehr oder weniger schwere Problematiken immer geben wird. Als Vision würden Sie da einen Satz formulieren können? Dass die Europäische Union tatsächlich eine Wertegemeinschaft, eine kulturelle, eine nicht nur, wir reden doch immer sehr viel jetzt in den letzten Jahren zu Recht, sehr wichtig, Wirtschaft, Ökonomie sind sehr wichtige Themen, aber dass wir auch kulturell zum Beispiel, oder dass wir zum Beispiel, dass man auch die Künste etwas berücksichtigt, also dass man darüber spricht. Ja, oder die Mentalitäten. Ich finde zum Beispiel Mentalitätsforschung, finde ich, eine sehr interessante Sparte. Da ist so viel zu bearbeiten. Ist doch auch sehr interessant. Also, dass man das erweitert etwas. Und ich glaube, dass da in den öffentlichen Debatten, soweit ich das von hier sehe, von Italien, ich blättere natürlich Deutsche Zeitung, habe auch eine Schüssel schon seit 30 Jahren. Also ich schaue also hin und wieder deutsche Nachrichten. Ich finde, wenn ich das mal jetzt so sagen darf, mir will es so scheinen, als sind in Deutschland die wirtschaftlichen Fragen fast hauptsächlich dominierend, so möchte ich mich ausdrücken. Und damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass die nicht wichtig sind, wie ich eben schon sagte, aber klein wenig vielleicht auch die anderen Bereiche, denn die bringen doch Licht ins Leben. Die bringen doch Licht ins Leben. Das Leben wird doch schön dadurch. Und da wir das, wir haben ja nur ein Leben. Heute scheint die Sonne, genießen wir den Tag. Also, dass man diese Komponente etwas mehr rüberbringt. Ja,
Ja, in den Alltag hinein. vielen Dank, Frau Mayer, für diese interessante Einblicke auf einer ganz anderen Ebene heute. Einblicke in die italienische Seele, ins italienische Geschehen, auch ein bisschen garniert mit Europapolitik. Frau Voite, bitteschön. Ja, nach diesem wunderbaren Statement von Ihnen, Frau Mayer, möchte ich die Einzelfragen jetzt tatsächlich nicht mehr aufgreifen. Es ist schade drum, aber Sie haben das wirklich sehr schön abgerundet. Deswegen möchte ich auch nur kurz, ich weiß nicht, ob man sieht, diese Kerze an Sie nach Florenz schicken und mich aus dieser Runde jetzt verabschieden. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank, Frau Mayer. Danke. Und jetzt kommt Frau Ruppert, die das Schlusswort sprechen will. Bitte, Frau Ruppert. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Andreatis. Also Frau Mayer-Bellardini, es fällt sehr schwer, nach Ihren Worten ein Schlusswort zu sprechen. Aber ich möchte auf jeden Fall betonen, dass ich sehr viel, also als Mitveranstalterin, sehr viel von Ihnen gelernt habe, nämlich sehr viel Positives. Wenn wir hier die Nachrichten verfolgen, das wurde ja jetzt mehrmals angesprochen, kommt Italiens Blick auf Deutschland eher negativ. Und Sie haben das jetzt aus einer ganz anderen Sicht präsentiert und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, persönlich, aber auch als Veranstalterin her. Ich möchte mich bedanken bei meiner Kollegin Frau Dr. Stefanie Voite-Wehle, die mit mir zusammen die Idee hatte, diese Reihe durchzuführen. Blick von außen auf die deutsche Ratspräsidentschaft. Fand ich eine sehr schöne Reihe, sehr interessant. Heute ein krönender Abschluss, würde ich jetzt mal so sagen, und möchte mich auch bedanken bei Nikos Andriadis, der immer die Moderation gemacht hat. Wunderbar. Und natürlich bei dem Ministerium der Justiz und für Europa. Und da hoffe ich und sende den Appell weiter, dass wir die Reihe nächstes Jahr fortsetzen können. Nächstes Jahr, also am 1. Januar, wird ja Portugal die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Und vielleicht können wir, schaffen wir es da, die eine oder andere Veranstaltung zu Portugal oder zur Ratspräsidentschaft von Portugal zu realisieren, weil ich finde, und das hat jetzt Ihr Beitrag, Frau Mayer-Bellardini, ganz toll gezeigt, es ist unheimlich wichtig, einfach auch die Stimmen der anderen Länder oder aus den anderen Ländern zu hören. Ich habe mich manchmal gefragt, ob Sie jetzt einen deutsch-italienischen Blick auf das Ganze haben, weil so positiv habe ich das noch nie erlebt. Aber mit Ihrem Schlusswort, denke ich, können wir alle wunderbar in den Sonntag starten. Ja, war fast ein Wort zum Sonntag. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Sie und an alle Mitwirkenden und natürlich auch an die Teilnehmenden. Lassen Sie das große Ziel nicht aus dem Auge. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank und schönen Sonntag noch.